Hallo und heute geht es um die Vorbereitung auf den Caravansalon. Mein Name ist Klaus von Poedria Online und wir gucken, was ihr braucht, um gut vorbereitet auf den Caravansalon zu gehen, um nicht einfach durch alle Autos durchzustöbern, das ja nächstbeste irgendwie euch anbieten zu lassen, sondern ein bisschen strukturiert vorzugehen. Es geht um das Cover-Pricing insgesamt. Wir hatten ja schon dargestellt, das Pössl-Pricing, jetzt speziell für den größeren Bereich. Dazu haben wir eben unseren Multikonfigurator auch ein bisschen erweitert. Wir haben ihn erweitert um Sun Living und um Adria und um Clever. Das also habt ihr hier mit drin und ihr könnt ihn hier eben auch runterladen. Und wir zeigen euch in diesem Video aber noch mehr, nämlich insgesamt, wie sich der Markt entwickelt hat, wie sich auch andere Firmen im Bereich der Preissteigerung gerade für das Modelljahr 2022 entschieden haben und wo ihr unserer Meinung nach eben auch Schnäppchen findet. Und zwar in verschiedenen Kategorien, je nachdem, welche Gruppe ihr seid. Wenn euch das Ganze interessiert, ja, dann bleibt einfach dran. Oh ja, wir hatten natürlich wieder Schelte gekriegt von Pössl, als wir beim letzten Mal sehr genau über unseren Multikonfigurator, die bereits der Presse veröffentlichten, neuen Preise von 2022 durchgerechnet hatten und festgestellt haben, dass es Preiserhöhungen gibt. Das ist ja gar nichts Dramatisches, Firma Pössl. Das ist völlig normal, das hatten wir eben auch dargestellt, denn ihr müsst ja ein gesamtes Jahr im Voraus denken und voraus planen. 3,5. 5,7, 5,9. Ich glaube, das waren die Preiserhöhungen, die wir dort ermittelt hatten. Aber das ist ja eigentlich auch gar nichts so Dramatisches, denn die Zulieferpreise sind gestiegen. Die Materialpreise sind gestiegen. Die Verfügbarkeit, insbesondere von Halbleitern am Weltmarkt, ist halt schwieriger. Wir haben da ein gewisses Verständnis für. Ja, dass man natürlich die Preise erhöhen muss. Aber wir gucken uns natürlich auch als Endergebnis heute mal an, was das für Konsequenzen hat. Ihr nennt mich jetzt nicht den Korinthenkacker, sondern ich habe eben das neue Wording von euch gehört. Ich sei der Marcel Reich-Ranicki der Kastenwagenbranche. Danke, das empfinde ich sogar als Lob, denn ich habe mich wirklich intensiv mit den Preislisten, mit der Literatur von euch auseinandergesetzt. Und das dann auch zu kritisieren, ja, das darf dann eben auch mein gutes Recht sein. In einer Stelle habt ihr recht, es geht in diesem Markt aktuell gar nicht nur um das Thema Preis. Es geht auch um das Thema Verfügbarkeit. Und die Verfügbarkeit nicht nur bei euch, sondern eigentlich bei allen Anbietern ist erheblich zurückgegangen. Dadurch, dass wir gewisse Engpässe in den Produktionen haben und dass der Trend zum Camping, der Trend zum Wohnmobil, zum Kastenwagen ungebrochen ist. Über 50% Marktanteil hat inzwischen die Kastenwagenbranche und aktuell ist eben kein Stopp abzusehen und diesen Trend, ja, kann man nur beantworten aktuell mit längeren Lieferzeiten. Wo es auch noch kurzfristige Schnäppchen gibt, dazu kommen wir aber heute auch. Vielleicht gucken wir uns mal ein bisschen intensiver den Multikonfigurator an. In dieser Liste, die herunterzuladen ist, könnt ihr einfach nebeneinander verschiedene Fahrzeuge auflisten, auch von rechts nach links gewisse Optionen, für die ihr euch einmal entschieden habt, kopieren. Habt also auch eine ganz gute Vergleichsmöglichkeit. Und in diesem hier, mit dem kann man glaube ich am meisten machen, sind es alle D-Line-Modelle, die Trenta-Modelle, die Plus-Modelle vom Tuvin, die man hiermit rechnen kann und das gleiche eben auch noch für den Globe K, der nichts anderes ist als der Pössl, lediglich mit einem anderen Branding und mit ein paar anderen, ja nicht mal Optionen, sondern eigentlich nur mit anderen Dekors. Dinge, die sich jetzt noch neu ergeben haben, im Gegensatz zu unserem Video, was wir vor circa 3-4 Wochen, glaube ich, veröffentlicht haben. Das Mega All-In-Paket hatte ich schon dargestellt. Es gibt eben bei anderen Konfiguratoren auch das sogenannte Small All-In-Paket. Das haben wir hier ganz bewusst nicht mit drin, denn es steht auch nicht in der Preisliste. Lediglich die von Händlern besorgten Fahrzeuge, Vorlauffahrzeuge. Dadurch, dass das noch nicht bekannt gewesen ist, was denn zusätzlich alles im Mega All-In-Paket mit drin ist, wie Nebelscheinwerfer, wie Regen- und Lichtsensor und all diese Dinge, das eben ist noch ohne und als Small All-In zu finden. Wir haben es ganz bewusst weggelassen. Neu, und das ist jüngst erst auf uns zugekommen, wird es auch wohl gar nicht mehr die Traktionskontrolle, diese Traktion Plus beim Citroën geben. Sie steht noch in der Preisliste beim Fiat mit drin, aber ansonsten aufgrund der Lieferfähigkeit, diese Dinge kommen eben aus Fernost, gibt es dort Schwierigkeiten. Wir haben hier noch ein bisschen was überarbeitet vom Pricing. Auch da steht jetzt fest, dass wir 130 Euro für die 16 anstatt 15 Zoll Alufelgen mit dazu nehmen sollen, glaube ich auch eine interessante Neuigkeit. Und hier haben wir insgesamt das ein oder andere nochmal mit überarbeitet.
All die, die bereits kostenpflichtig den bisherigen Multikonfigurator V9 schon runtergeladen haben, die schreiben wir ohnehin an und die kriegen per E-Mail eben auch den neuen von uns kostenlos. Und die anderen sehen hier direkt, was eben gerade auch neu ist. Wir haben das ein oder andere hier auch überarbeitet. Neu ist jetzt wohl, dass Percival im Plus-Paket sich doch entschieden hat, das Toilettenraumfenster wieder mit reinzunehmen. Es gab da eben auch Engpässe und deswegen hatte man das rausgenommen. Jetzt ist es aber im Plus-Paket wieder zu finden. Wir haben komplett überarbeitet, auch die Sonderausstattung durch den Händler, das, was dort am Ausbau noch gemacht wird. Ja, auch die Preise haben sich eben leicht angehoben und auch das Portfolio hat sich so ein bisschen erneuert, verändert. Es gibt halt gewisse Trends. Weg von Satellit hin zu LTE, denn auch das steckt mit drin. Das Thema Lithium-Ionen-Batterien, das kommt mehr und mehr dazu. Das haben wir ja alles mit drin. Und im Bereich der Preise, klar, hat jeder Händler natürlich seine Unterschiede, weil jeder hat ein bisschen anderes Portfolio, arbeitet mit anderen Firmen zusammen. Dometic, Fiamma, Thule oder im Bereich der Radios zum Beispiel mit Alpine, mit ESX oder auch mit Kenwood Radios. Da muss man so ein bisschen auf die Dinge gucken. Hier geht es mehr um die Funktion, die wir mit reingebracht haben. Rechne das Ganze mal durch, guck das Ganze mal durch und ich glaube, ihr werdet überrascht sein, welche Optionen hier ihr ankreuzen wollt. Dass ihr in uns den Sparringspartner findet, über jede dieser einzelnen Optionen zu diskutieren mit Pros und Kontras und die Entscheidung dann nachher eben treffen können, braucht ihr das oder braucht ihr nicht, das wisst ihr ja bereits, das ist Bestandteil unseres Honorarservices. Wir sind dieses Jahr eben auch auf der Messe, da werden wir diese Dinge eben für kleineres Geld mit anbieten und auch teilweise eben in kürzerer Zeit. Wir sind da beim Pössl werdet ihr mich finden. Wir werden als Escort-Service rund um die Messe, auf der Messe und über verschiedene Stände eben auch den Rainer parat haben. Ich bin hergegangen und habe jetzt auch mal mich ein bisschen intensiver damit beschäftigt, wie ich den Summit berechnen kann. Der Preisunterschied zwischen einem in diesem Fall Citroën und einem Fiat, der ist schon erheblich. Das will ich nicht verschweigen. Und gerade da muss man auch mal gegenüberstellen, wie hoch die Preiserhöhung dann im Vergleich zum letzten Jahr ist. Diese Fahrzeuge sind wohlbemerkt noch verfügbar, aber natürlich eben durch ein höheres Preisniveau jetzt auch nicht so ganz gefragt. Ich habe dieses Fahrzeug einfach mal verglichen. 71.300 Euro hier für einen Summit 640 Prime. Im Vorjahr war das eben 8% günstiger. Auch das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ihr könnt eben hier die GFK-Dachmodelle durchrechnen und ihr könnt auch die Summit-Modelle durchrechnen. Zum Thema Rotkar ist die Preiserhöhung sehr klein. 2,1% hatte ich jetzt im Vergleich zum letzten Jahr mal gesehen und das war ein standardmäßiger Rotkar R600. Neu eben Clever. Bei Clever haben wir hier jetzt die ganzen Preise, selbstverständlich, alles, immer mit Irrtümern vorbehalten, auch dass kurzfristig noch was geändert wird, alles das ist in aktueller Situation immer möglich und final sind die Preise wirklich erst auf der Messe, aber ihr habt schon mal einen guten Anhaltspunkt und ihr könnt mit diesen Dingen eben auch schon mal durchrechnen und wisst, was kommt denn dann preislich überhaupt in Frage. Und ich glaube, das finde ich interessant, den Clever Flex Kids 636, der gerade für Familien interessant ist. Bei den anderen Fahrzeugen, die kennt ihr schon, klar, sind die Preise ein bisschen angehoben worden und sind auch die Optionen ein bisschen angehoben worden. Nicht nur einfach ja angeglichen an die nächsthöhere Zahl aufgerundet, sondern sogar teilweise ein bisschen mehr. Interessant beim Clever, das ist immer eine Neuigkeit. Was haben wir denn da an Innovation? Ich finde es gut, dass man jetzt auch eine Insektenschutztür für die Hecktür mit anbietet. Ich habe es noch nicht gesehen, aber wir gucken uns das hier auf der Messe mal an. Interessant auch, dass man hier ab Hersteller bereits einen Ventilator für die Dachhaube hinten 40x40 kriegen kann. Spoilersatz, naja, aber auch das Thema Lithium-Ionen-Batterie steht hier wirklich in der Preisliste mit drin. Nach Herzenslust, konfiguriert, rechnet durch, stellt das gegenüber, hinterfragt das Ganze. Wir sind euer Sparringspartner. Interessant vielleicht, dass eben auch die Firma Sun Living, die hatten wir ja schon mal vorgestellt, mit dem V60 und dem V65, dass die inzwischen ihr Portfolio erweitert haben, nach unten hin, mit einem 5,40 Meter Fahrzeug, nach oben hin, mit einem Fahrzeug von 2,86 Meter Außenhöhe. Ja, das ist ein H3-Dach, ja, da sind hinten vier Betten in Längsform unterzubringen und ihr ahnt schon, das kann was für Familien sein. Die Preise hier,
auch gerade mit dieser Black Label Edition, wo schon vieles mit drin steht, sind relativ weit unten. Also da kann man, glaube ich, noch ein gutes Einsteiger-Schnäppchen machen, wenn man sich da mal genau auf der Zunge zergehen lässt, was da dann im Preis mit drin ist. So, und dann kommen wir zum Adria. Und eigentlich bin gar nicht ich der Spezialist zum Adria, sondern der Rainer, den ihr als Escort-Service eben auch finden könnt auf der Messe. Ich möchte euch kurz mitteilen, dass ich die gesamte Zeit des Caravan-Salons dort vor Ort sein werde und für eine Art Escort-Service, vor Ort-Beratung zur Verfügung stehe. Idealerweise macht ihr vorher mit mir einen Termin aus. Es sind schon diverse Termine ausgebucht. Kontaktaufnahme direkt über uns oder direkt beim Rainer per E-Mail. Das Ganze ist machbar und wir gucken eben, zu welchem Termin es passt, er euch noch mit einschieben kann. Klar, für eine komplette Beratung eben über die Messe oder auch, wenn es darum geht, ein paar Spezialitäten vom Adria auszutauschen. Denn die Praktiker, und der Rainer gehört dazu, sind da sicherlich die besten Verkäufer. Wir hatten schon gesprochen in dem Video vom Adria, das kennt ihr vom Rainer, welche Optionen hier mit dazukommen. Auf der Tonspur hat er auch schon das eine oder andere eben mal beurteilt und hier findet ihr die Preise dazu. Hier könnt ihr wirklich einzeln rechnen, was denn hier das Paket Safety Plus kostet. Also das mit dem adaptiven Tempomaten, das mit der Geschwindigkeitsregelanlage, die über die Verkehrszeichenerkennung auch die Geschwindigkeit anpasst und. Hier gibt es eben einiges und klar, könnt ihr mit uns diskutieren, was ist denn sein Geld wert, was bedeutet denn eben welche Lieferverzögerung und wo gibt es auch günstige Alternativen. So, und das ist mal der gesamte Bogen, den wir hier aufgespannt haben von dem, was jetzt machbar ist mit diesem Poldria Multikonfigurator. Setzt das Ding nach Herzenslust ein und wenn ihr mich auf der Messe trefft und ihr könnt mich bewusst aufsuchen, dann erhaltet ihr für den ausgefüllten Bogen, ja, mit eurer E-Mail-Adresse einmalig 5 Euro von mir und das ist eben die Möglichkeit, diese Schutzgebühr letztendlich wieder, ja, einzusammeln. Wir gucken uns vielleicht mal die verschiedenen Preisniveaus an. Wir hatten ja schon angesprochen, wie das vom Adria aussieht. So, wir haben das hier mit drin. Ich habe gesagt 1,3 bis 2,8%. Das sind Zahlen, die der Rainer ermittelt hatte. Beim Pössl zwischen 8%, das war jetzt der Summit, und 3,5% an Preis gegenüber dem Vorjahr eben als Aufschlag für die Längsbetten D-Line-Fahrzeuge. Im Bereich von Clever, auch nicht ohne, circa 6 bis knapp 8%. Die Firma Rotka ist noch relativ gering, Sun Living 2,8. Die haben es auch mal verglichen mit anderen. Und sorry, da bin ich nicht hundertprozentig fit. Ich habe ja einfach mal die Grundpreise genommen. Bei Moveo, wo vieles mit drin ist, kann man das auch machen. Ja, 3% Preiserhöhung. Beim Hobby, vielleicht bin ich aber auch fehlerhaft informiert, das, was ich gefunden habe, sogar eine satte Preiserhöhung von 13%. Sowas Heftiges habe ich nicht gefunden. Und ja, wenn Kritik, sprecht mich an. Ich revidiere das gerne, wenn es denn doch nicht stimmen sollte. Und auch bei einem Sunlight, der eben jetzt hergeht und gewisse Dinge, die er vorher als kleine Pakete hatte, zu einem Pflichtpaket, dem Adventure Edition Paket zusammenpackt, da ist es über diesen Trick eben auch nur eine relativ kleine Preiserhöhung geblieben. Die Frage, wo findet denn jetzt wer Schnäppchen? Und die möchte ich euch zum Schluss beantworten. Meines Erachtens nach geht es darum, was ihr für ein Typ seid. Seid ihr zum Beispiel Familienvater, sucht etwas für 3, sucht etwas für 4 oder, das geht ja dank unserem Zusatzsitz auch, für 5 Personen, dann habt ihr bisher gefischt in dem Bereich der Aufstelldach-Pössls, bei den Tuvin Varios oder auch bei den Rotcruiser Revolution. Die sind vom Preis her hochgegangen. Interessant seid für euch, könnt ihr in diesem Jahr der Clever Flex 636, wieder neu aufgelebt, wir hatten das vorgestellt, oder auch eben der angesprochene Sun Living 65XL. Wenn ihr seid Vermieter, dann bin ich mir sicher, sollten wir gucken, welche Fahrzeuge sind mit geringem Wertverlust verfügbar. Bei den 45ern ist das noch relativ gut, insbesondere auch dann, wenn sie mit einem Aufsteller ausgestattet werden. Da können wir auf dem Rotcar setzen, da können wir uns auch mal das Portfolio von Clever angucken. Ist sehr interessant, gerade für Vermieter. Wir können im Bereich der Adrias fischen und diese All-In
Fahrzeuge. Diese All-In in 6 Meter, das ist die Brot- und Butterklasse, aber auch beim 640. Wir haben diesen 640 SL mit einer geringen Preiserhöhung, die jetzt kommen wir zu 2022 ja schon mal einzeln im Video dargestellt. Das kann eben auch für euch Vermieter ein interessantes Fahrzeug sein. Wenn ich an die Facelift-Techies denke, dann ja, kommen wir schwierig aktuell mit D-Line Pössls weiter. Dann sollten wir eher im Bereich von Adria, das ist das Kontingent größer, gucken, wann ihr denn kurzfristig eben solch ein Twin Supreme, Twin Plus kriegen könnt. Da beraten wir euch eben gerne. Das ist, glaube ich, ganz interessant. Oder eben der Pössl Summits. Dort sollte man gucken. Im Bereich der sensiblen Einsteiger und denen, die bis dato mit einem Suchmuster gesucht hatten, um die 40.000 Euro einen Kastenwagen zu kriegen, den muss ich leider sagen, der Zug ist abgefahren, die Preise sind deutlich teurer geworden. Die Einsteigerklasse, die sich jetzt eben unterhalb des Pössls ansiedelt, das scheint mir gerade eben Sun Living zu sein. Rotcar geht auch noch so ein bisschen, aber da in diesem Bereich sollten wir für euch halt eben gemeinsam was suchen. Und das kommt dadurch, dass die Neufahrzeuge jetzt vom Preis gestiegen sind, sind die Gebrauchtfahrzeuge, selbst wenn sie auf gleichem Preisniveau bleiben, die Dinge haben ja kaum Wertverlust, interessant, wenn man dort junge Gebrauchte findet. Und diese jungen Gebrauchten zu finden und die Leute, die diese jungen Gebrauchten verkaufen wollen, aus welchen Gründen auch immer, aus Altersgründen, aus Gesundheitsgründen oder weil denen vielleicht, und die sind in diesem Jahr eingestiegen, das Thema Kastenwagen dann doch nicht so gemundet hat und ihr Fahrzeug wieder verkaufen wollen, mit denen gemeinsam machen wir Maklerverträge. Was bedeutet das? Wir bringen ähnlich wie ja bei Immobilien Käufer und Verkäufer zusammen. Für beide eben, ich glaube, ein ganz guter Deal. Wir verkaufen, vermitteln eben auch Fahrzeuge, junge Gebrauchte von euch. 1 bis 4 Jahre ist so ein interessantes Muster. Die gehen je nachdem, wie sie ausgestattet sind und auch wie alt sie sind und welche Kilometerleistungen sie haben, teilweise sogar ins europäische Ausland. Da muss man eben gucken, da haben wir Kontakte. Von daher sprecht mit uns, wenn ihr daran Interesse habt, dass ihr euer Fahrzeug veräußern wollt. Und auf der anderen Seite, ja, bei uns landen eben auch relativ viele Interessenten, die sagen, aufgrund des aktuellen Preisniveaus guck ich lieber nach jungen, nach guten und nach verlässlichen Gebrauchten. Und wenn wir da eben eine Verbindung herstellen können, dann ist das für alle Seiten eben was Interessantes. So viel vielleicht mal für heute als Vorbereitung auf den Caravan-Salon. Ein Tipp noch, und das dürft ihr euch kostenlos runterladen, das ist diese Anforderungsliste. Die Fragen, die wir in der Anamnese immer stellen, die ihr parat haben solltet, bevor ihr auf den Kastenwagen, auf den Caravan-Salon geht. Die Messe ist ja über die 9 Tage vom Samstag, den 28. bis zum 5.9. immer von 10 bis um 18 Uhr zu finden in Düsseldorf. Ihr könnt eben auch Termine machen, Matchmaking, ich glaube auch eine ganz interessante neue Plattform von der Messe Düsseldorf, die euch mit der Eintrittskarte zur Verfügung steht, um da verschiedene Kontakte und Termine im Vorfeld zu machen, um auch die ja, Kontakte und die Corona-Bedingungen einzuhalten, ist glaube ich was Interessantes. Dann können wir uns natürlich eben auch gerne auf der Messe treffen, wie gesagt. Und wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, schreibt gerne Kommentare drunter, kontaktiert uns persönlich oder Matchmaking oder eben persönliches Handshake, nein, Faustshake auf der Messe finden wir nach wie vor gut. Also bis dahin, danke und ciao.